Habe jetzt so eine komische rote Masse gefunden. Habe keinerlei Ahnung, wo ich jetzt am besten hingehe. Gehen wir doch mal hier lang. Also ich gehe in die Archive nicht nochmal hin zurück. Weinkeller kann ich jetzt gehen, aber ich guck mal, wo es noch woanders lang geht. Labor. Labor hört sich nicht gut an. Ich gehe in Weinkeller. Ich bin jetzt durch ein großes Tor gegangen und doch nicht. Oh, ist verschlossen. Ebenfalls rote Masse, ja. Ich renne zurück. Ich bin jetzt im Labor. Mann. Hast du gerade Gebeatbox? Ja. Also ich gehe jetzt mal die Treppen hoch. Wow. Von unten kam ein Frauenschrei. Ich habe hier jetzt gerade meine erste Dings entzündet, meine erste Flamme. Ich gehe jetzt ins Labor. Jetzt am besten hin. Da rollt was rum. Das will ich haben. Denn das ist aufgenommen Öl. Oha. Was war das? Alter. Ich habe einen Chemietopf aufgenommen und irgendeine Notiz. Chemietopf? Ja, im Labor. Habe ich es auch aufgenommen und eine Notiz, ja. Boah. Da ist doch im Ofen noch, da gegenüber ist ein Ofen und da ist noch eine Zünddings drin. Ah, okay. So in der Buchse. Ja. Okay. Boah, mein Charakter zittert ja wie die Sau. Und ich höre leichte Kopfschmerzen. Sind vielleicht die von deiner Mutter. Geh mal ans Gitter. Was auf dem Boden ist. Ja. Da ist irgendwas. Undefinierbar. Ja, da ist noch ein Gitter. Ja, hast du da keine Geräusche gehört bei dir? Mir hat er was rumgeplanscht. Also ich höre andauernd Geräusche. Hier ist noch eine Notiz. Ist das nicht von oben was irgendwie? Ja, natürlich, das ist was von oben. Von oben planscht es die ganze Zeit runter. Nein, ich habe reingeguckt und dann hat sich da irgendwas bewegt da unten. Fängst oh Gott, auf. Ey. Hier hört man dauernd Schreie. Ja. Also wir haben auch Glück, dass wir es gerade zu zweit spielen, alle anderen. Ist alleine ziemlich krass. Ja, vor allen Dingen haben unsere dummen Sprüche nachgelassen. Weil wir doch ziemlich angespannt sind. Bin nicht angespannt. Ich bin doch ein mutiges Kerlchen. Ich bin jetzt wieder in der Eingangshalle. Da gehe ich auch gerade zurück. Und gehe dann gegenüber. Da brauchst du einen Schlüssel dafür. Ach so, da brauche ich einen Schlüssel, okay. Ich gehe jetzt in die Archive. Cella Venaria steht da oben. Ja, Weinkeller. Lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. Tja, dann. So, dann gehe ich jetzt aber mal hoch. Weil da wollte ich vorhin hingegen nicht, weil ich dann von einem Frauengeschrei abgelenkt wurde. Holzbretter, kann man die irgendwie abmachen? Nee.
Also für ein Low-Budget-Spiel ist das wirklich sehr, sehr gut gemacht eigentlich. Auch grafisch eigentlich gar nicht so schlecht für ein Low-Budget-Spiel, finde ich. Ja, ist wirklich so. So, jetzt gehe erstmal hier oben rein. Das ist Archive. Ja, da gehe ich jetzt auch rein. Da wollte ich vorher nicht rein. Da geht's auch rechts runter, also ich weiß nicht, was da ist. Da ist nichts. Da ist nichts. Habe ich vorher schon geguckt. Türkischonisch, Alter. Oha. Oh fuck, Alter. Ich höre irgendwas hier rumkreuchen, ne? Boah. Oh Mann. Notiz. May 16th, later that evening, tomorrow. Ich fange jetzt schon an, die Türen langsam aufzumachen, weil ich Schiss hab. Ah, mein Charakter kriegt schon wieder Schiss. Fuck. Oh fuck, ey, ich höre da so ein Brüllen, so ein komisches. Oh oh. Fuck! Fuck! Klavier spielt bei mir. Okay. Jetzt reicht's langsam. Ja, bei mir auch. Ich glaube, das ist einfach bloß Hintergrundmusik, mehr ist es nicht. Oh Mann. Keine Ahnung, wo ich schon war und wo ich hin muss. Ist mir mehr gerade arg. Oh, Alter, was war das jetzt? Irgendwas vor mir hat eben gepufft und. Ja, jetzt spielt's Klavier auch bei mir, jetzt höre ich das. Ja. Oh Gott, Alter. Gefällt mir gerade nicht. Gefällt mir gerade gar nicht. Mir auch nicht wirklich. Das Knacken, wenn er Angst hat, das ist so eklig. Als würde der an Fingernägeln kauen. Da ist eine Tür, die sich nicht öffnen lässt. Historia Losi oder was das da steht. Ich habe kein Öl mehr in der Laterne. Ich habe bisher noch keine Laterne benutzt. Ich habe Schiss. Kein Öl mehr. Das ist nicht gut. Das Klavier steht jetzt hier. Und klappt einfach zu und Alter, was ist jetzt? Irgendwas hat jetzt gebrüllt. Ich hab's genau gehört. Ich hab's genau gehört. Oh, Mann, Alter. Ich brauch Öl. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell weg ist. Stell den Gamma-Wert höher. Auf 1,5, da ist es eigentlich ganz angenehm. Ey, ich verirr mich gleich. Ich bin jetzt im Studiumzimmer, aber da war ich schon mal, fällt mir gerade ein. Ich lasse die Tür mal hier auf, damit ich dann wirklich weiß, dass ich hier war. Ey, du musst dir voll viele Anhaltspunkte merken. Die Tür lässt sich einfach nicht öffnen. Was geht hier los? Hilfe! Hier tropft das rote Zeug runter. Öl. Oh, ich habe auch Öl. Wie Öl habe ich denn? Ich habe 5 Flaschen Öl und noch eine viertelstvolle Flasche.
viertelsvolle Lampe. Oh Mann. Oh, nein! Wow! Oh Gott, Alter! Fuck, Alter! Mann, scheiße! Boah, ich bin gerade echt erschrocken. Was geht jetzt? Was geht jetzt? Was ist mit dem Blitz los? Hilfe! Boah, eine Erinnerungssequenz. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us. Especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Oh Mann. Oh, es ist wieder dunkel hier. Oh Mann. Ein paar Karten von Königreich aus Preußen und Mittelpreußen. Hier habe ich schon geguckt. Eine Truhe. Gibt es irgendwie eine Taste, wo ich das, das Zeug nochmal werfen kann irgendwie? Ja. Wie werfen? Hat sie erledigt. Was ist jetzt los? You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit redet der? Excessive? You can never be too careful then.